sein. Wofür braucht sie denn ihr Funkelblitzbuch? Euren Augen! Okay, ein kleines Vögelchen zwitschert mir, dass du hier bist. Katzenflitzer, versteck dich! Genau rechtzeitig. Hier, und jetzt geht hinter die beiden Bäume und zieht es am Boden straff. Wenn wir Romeo aufhalten wollen, müssen wir zuerst den Roboter zur Strecke bringen. Und was jetzt, Eulette? Und jetzt benutzt die fantastische Eulette ihre eigenen Superkräfte. Zuerst Super-Eulenflügel! Dann Eulenaugen! Huhu! Schau, Romeo! Du hast immer noch nicht mein Lieblingsbuch. Was? Schnapp's dir, Roboter! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Gib mir das Buch. Stopp. Komm und hol's dir. Hör auf zu flattern. Bleib kurz stehen. Los, Roboter! Fang sie! Ha! Du bist dran. Nein, Roboter! Wow, wow, wow. Wow. Juhu! Dein Funkelblitzbuch hat sich doch noch als nützlich erwiesen. Wach auf, du Konservenbüchse! Autsch. Danke, Meister. Es geht mir viel besser. Hey, nicht Eulette ist dein Meister, sondern ich! Eulette ist ein Genie. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, der Sturz scheint deinen Roboter schlauer gemacht zu haben, Romeo. Ja. Gut gemacht, Roboter. Jetzt schnapp dir den Schurken und folge uns. Lass mich runter! Spring rauf, Catboy. Gemeinsam sind wir stärker. Dann los. Und jetzt suche ich den perfekten Kamin, um alles voll zu stinken. Hey, Romeo. Eine Katze und eine Eidechse auf meinem Sprungdoser. Das kann ja heiter werden. Ach ja? Schau dir Gecko an. Wow! Was? Auf einmal habt ihr's drauf? Das ist meiner! Es funktioniert! Wo seid ihr? Jetzt bin ich dran! Gebt ihn zurück! Tja, also dann? Ha? Dann hol ihn dir zurück! Jetzt, Catboy! Hey, lass mich los! Hör auf, du Plagegeist! Jetzt, Eulette! Gemacht, Pyjama-Helden. Und tolle Sprungtechnik. Gecko, das war katzenstark. Das ist nicht fair. Ich will nicht zu Fuß gehen, wenn ich die Welt regiere. Tja, vielleicht solltest du hüpfen. Sei vorsichtig. Es ist schwer, wenn man nicht so beweglich ist wie eine Eidechse. Lasst mich in Frieden, Pyjama-Helden. Das ist mein Sprungdoser. Und ich springe mit ihm, wie ich will. Okay, noch vor Tagesanbruch muss das Loch repariert sein. Wir helfen dir. Was sollen wir machen? Danke, aber es ist meine Schuld, dass die Wand eingekracht ist. Also werde ich sie selbst reparieren mit Superkatzentempo. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist's jetzt mit der Gefahr. Spring weiter, Eidechsenfuß. Ich werde dich bald mit meiner Anti-Schwerkraftmaschine erwischen. Genau so etwas habe ich gesucht. Jetzt habe ich dich. Das Schild ist viel zu klein, um dich zu schützen. Ja, aber ich benutze es nicht als Schild, sondern als Spiegel. Hey, Romeo, du würdest mich nicht mal treffen, wenn ich 3 Meter groß wäre. Volltreffer. Nein! Meine Anti-Schwerkraftmaschine, bleib her! Los, schnapp sie dir! Ja. Leg den Scheiß hoch, Catboy! Es wird Zeit, dass die Dinge wieder Boden unter die Füße kriegen. Nein, nein, nein! Du ruinierst meinen Plan! Ich kann wieder fliegen!
ihr steht wieder auf der Erde. Jetzt bist nur noch du an der Reihe, Catboy. Gib mir meine Anti-Schwerkraftmaschine! Niemals! Ich glaube, es wird Zeit, dass dieses Teil für immer und ewig wegschwebt. Catboy, drück auf den Schalter! Nein! Oh, dass ihr meine unglaubliche Maschine weggeschossen habt, wird euch noch leid tun! Ich meine, dann beim nächsten Mal. Mich habt ihr nicht zum letzten Mal gesehen! Wahrscheinlich. Aber seine Anti-Schwerkraftmaschine sehen wir nie wieder. Ja, dank dir, Gecko. Dann werde ich das Gleiche jetzt für euch tun. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ninja-Bus nicht haben kann, nehme ich mir stattdessen ein Pyjama-Helden-Fahrzeug und lackiere es Ninja-Schwarz und Ninja-Blau. Catboy, Eulette, ich brauche eure Hilfe! Ich komme, Gecko! Na, 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 na. Ha, endlich bin ich frei! Hey, Nacht-Ninja! Drei Pyjama-Helden, die sich gegenseitig helfen, sind stärker als deine Ninjalinos. PJ Masks, los! Super Katzen-Tempo! Du machst mir keine Angst, Eidechsenfuß. Warte nur, bis ich die Steuerung im Griff hab. Wie funktioniert dieses komische Teil? Dann behaltet doch euren blöden Bus und das Gecko-Mobil. Aber nächstes Mal werdet ihr mich nicht so leicht besiegen, PJ Masks. Doch, werden wir. Denn solange wir gegenseitig aufeinander aufpassen, sind wir unschlagbar. Hä? Was? Du hast dich befreit? So ist es, Nacht-Ninja. Und du wirst nie das Hauptquartier kapern. Nicht, wenn Catboy dich aufhält. Oh, du warst es, der die Pyjama-Mieze-Katze freigelassen hat. So war's doch. Super Katzensprung! Du bist dran! Ach, doofe Ninjalinos! Ich werde sie wohl ganz allein aufhalten müssen. Klebeklatscher, Klebeklatscher, Klebeklatscher! Vorsicht! Mann, hör auf, ihm zu helfen, du Ninjalino-Winzling. Ha, ha, ja. Super Katzentempo. Geschafft. Das ist nicht fair. Nicht fair. Ihr Pyjama-Helden zerstört immer meine Pläne. Catboy, was tust du da? Helfen. Ein Held hilft jedem, sogar Nacht-Ninja. Oh ja, du hast wohl recht, klitzekleiner Ninjalino. Ich sollte Danke sagen. Na los, Ninjalinos. Hä? Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Warum stupst du mich an? Ich glaube, er will spielen. Er ist echt gut im Fangen. Fangen? Ach, du glaubst, ich kann dich nicht fangen? Aber niemand ist besser im Fangen als ich. Hab dich. Du bist dran. Jetzt werden wir sehen, wer der beste Paradenanführer ist. Du hast ja nicht mal eine Trommel. Helden brauchen keine Trommel, Nacht-Ninja. Nicht, wenn sie Supermoves drauf haben wie diese. Los, PJ Masks. Geben wir dieser Parade den Rhythmus zurück. Ja! Was?
los. Sie marschieren dazu. Du hast recht. Ich kann sie anführen. 1, 2, 3, 4. Schaut links, schaut rechts. Drehen und zurück. Und einen Achter bilden. Und Formation. Ninja Linus, in Position. Hört auf, Ninja Linus. Was? Das sind meine Ninjalinos, nicht deine. Sie folgen nur dem besten Rhythmus, Nacht-Ninja. Diese Klebeklatscher werden eure Parade stoppen. Wenn ich nicht die Parade anführe, tut es niemand. Parade, Aufstellung, in einer Reihe. Ich brauche sie zwar nicht, um sie anzuführen, aber ich verhindere, dass du die Parade kaputt machst. Ihr PJ Masks habt alles ruiniert. Tut uns leid, Nacht-Ninja, aber das ist nicht deine Parade, sondern unsere. Und alle wollen, dass sie bunt und lustig ist. Und deshalb haben wir dich gestoppt. Diesmal mögt ihr mich aufgehalten haben, aber nächstes Mal wird es nicht so leicht werden. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Cat Boys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Cat Boys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch, oh, ouch, oh! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter. Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh. 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 Roboter hassen Wasser. Und jetzt der Letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, 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 nein! Ah! Geh runter von mir! Ah. Wir haben es geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Es ist vorbei, Luna Girl. Catboy! Ich glaube, Echsenbubi und Miezekätzchen hole ich mir auch in mein Mondlager. Aus ihnen werden tolle Statuen. Aber, keine Freunde, Eulette. Möchtest du auch ein Mondlagermöbelstück werden? Es ist Zeit, ein Held zu sein, glaube ich. Okay, dann gebe ich sie dir eben, Luna Girl. Die Eulen, Mondstatue gehört dir. Aber du lässt Gecko und Catboy gehen. Gehört sie jetzt wirklich mir? Du meinst, für immer? Ja, für immer. Lässt du jetzt auch meine Freunde frei? Nein. Nein, aber... Was? Hast du vergessen, dass ich ein Schurke bin? Und jetzt vervollständige ich meine Pyjama-Heldenstatuen-Sammlung. Eulet! Nein! Meine Statue! Ich meine... Oh, dass ich sie geklaut habe, tut mir leid. Es tut dir leid? Ja, ich hab sie einfach so lieb. Eulette, komm schon, du hattest recht. Sie hat sie geklaut und hat es zugegeben, also gehen wir. Eine Sekunde. Höchste Zeit, ein echter Held zu sein. Hier, ich hab gesagt, du kannst sie haben und diesmal meine ich es auch so. Wirklich? Echt jetzt? Ja,
Jemand hat sie mir geschenkt und jetzt schenke ich sie dir. Und weißt du was? Es fühlt sich gut an. Du musst mir nur versprechen, sie eines Tages auch zu verschenken, okay? Okay. Kommt schon, Motten. Gib auf, Nacht-Ninja, und gib den Streitwagen zurück! Niemals! Er gehört jetzt mir. Genau wie diese Ninjalinos. Sie werden dir niemals gehorchen. Ninjalinos, es tut mir leid. Wirklich. Ich bin nicht eure Anführerin, nur jemand, der eure Hilfe braucht. Oh, huhu. Erspar uns dein Geheule, Piepmatz. Beachtet sie gar nicht. Ich bin euer Anführer. Was? Was ist da los? Wir sind zu schwer. Springt alle raus. Sofort. Wovor habt ihr denn Angst? Ihr seid Ninjas. Alles wird gut. Und jetzt springt. Oh nein, er befiehlt ihnen zu springen. Wir müssen ihn retten. Ich hab dich. Gut, alles okay? Seid vorsichtig, ich muss lenken. Na gut, Ninjalinos. Ja, es tut mir leid. Vielleicht war ich doch etwas zu streng mit euch. Kommt her. Kommt zu mir. Oh, ich hab euch auch lieb, meine Ninjalinos. Du bist ja doch nur ein Schmusebär. Das reicht jetzt. Gehen wir. Wirklich geglaubt, ich lasse mein Mondbord zu Hause, Dummerchen. Super Eidechsengriff. Oh nein, das Hauptquartier. War das etwa ich? Catboy, ich schaff's nicht mehr lange. Halte durch, Eulette, ich komme. Katzenbrüller. Ich nehme mal an, du gibst mir daran die Schuld, Eidechsenfuß. Nein, ich muss aufhören, immer dich zu beschuldigen. Das ist nicht deine Schuld, sondern meine. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Richtige Helden nehmen die Schuld auf sich und richten es wieder. Super Gecko-Muskel! Es ist meine Schuld, dass Luna Girl Camerons Auto hat. Ich habe es nachts draußen gelassen. Ist schon gut, Gecko. Wir holen es gemeinsam zurück. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Hä? Fang uns doch! Hey, das gehört mir! Das Auto, dann bekommst du es wieder. Na gut. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Plagegeister. Auch wenn es kaputt ist, das Mikrofon gehört nicht dir, Luna Girl. Gib es zurück. Es mag zwar kaputt sein, aber es ist immer noch aus glänzendem Gold. Und meins, meins, meins. Eulette, sobald wir die Motten abgelenkt haben, schnappst du dir das Mikrofon von Luna Girl. Hierher, Motten! Wetten, ihr kriegt mich nicht? Super Gecko-Zahnung! Ich bin dran. Super Katzentempo!
schnapp dir das Mikrofon. Jetzt! Eulenflügel gewinnt! Kopf einziehen, Luna Girl! Weg von mir, ihr dämlichen Motten! Danke, Eulette. Aber ich wünschte, dieses Mikrofon wäre nicht kaputt. Moment, da ist ja ein Schalter. Vielleicht ist es beim Runterfallen nur ausgegangen. Hallo? Ja, es funktioniert. Hey, Luna Girl, willst du dir mal anhören, wie ein richtiges Konzert klingt? Motten, hol das Mikrofon zurück! Catboy! Ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Maske. Hey, wer ja! sind die los? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Was, Motten? Ihr macht mit? Ugh. Wenn diese Pyjama-Plagegeister ihr Lied singen, hau ich hier sowas von ab. PJ Masks, Pyjama-Helden. Nachdem wir das Gecko-Mobil zurück haben, zeigen wir mal Romeo, was es alles drauf hat. Nur noch ein bisschen mehr faulisieren, dann wird das hier das stinkigste Ei, das es je gab. Fast fertig faulisiert. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr aufhalten! Zeit für das große Stinke-Finale! Gecko-Mobil Schwingschleuder! Ich hab's! Ups, ich hab's doch nicht. Zum zweiten Mal Pech, ihr Pyjama-Pupser! Was tust du da? Guter Wurf, Pyjama-Popos. Aber jetzt kommt mein Schmetterei. Gecko, das Ei darf nicht zerbrechen. Ich habe eine Idee. Gecko-Mobil Wasserstrahl. Gut gemacht, Gecko. Nein, ich will das Ei zerbrechen. Was? Nächstes Mal werdet ihr dafür bezahlen, PJ Masks! Und jetzt entstinken wir endlich das Riesenei. Die zerbrochenen Eier stinken immer noch. Aber nachdem wir das Gecko-Mobil gefunden haben, kann ich die Stadt mit dem Wasserstrahl säubern. Und ich bringe dieses Ei zurück ins Museum. Kriegst du nicht, Roboter! Flatternde Federn! Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Super Katzentempo! Hör auf, mich abzulenken! Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung! Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein! Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko-Muskel. Was? Yay! Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh oh. Ja! Ja, Schluss mit langsam! Seht her! Dann
tanzen Go-Go, den Gecko, Go-Go. Los, Gecko! Los, Gecko! Ich hasse diesen Go-Go-Gecko, ihr verflixten PJ Masks! Meine Zeit wird kommen! Meine Zeit wird kommen! Wow! Gecko! Alles in Ordnung? Nein, ich habe alles kaputt gemacht. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie stark ich bin. Aber das wissen wir doch. Jetzt kriegen wir die Sportsachen nie wieder zurück. Hätte ich mir nur von euch helfen lassen. Die Super Ninja Dinos sind so stark, jetzt kann sie niemand mehr aufhalten. Vor allem in der Gruppe. Das ist es! Die Ninja Dinos sind so stark, weil sie eine Gruppe sind. Aber wir sind auch eine. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und ich habe einen Plan. Ich habe mich umgesehen, wie Gecko gesagt hat, und ein altes, zerrissenes Springseil gefunden. Und du? Ein kaputtes Fahrrad. Das war's schon. Und ich einen zerplatzten Ball. Los geht's! So soll es sein, Ninjalinos. Schön gemütlich. Hey, Ninjalinos! Hier sind einfach Sportsachen, die ihr noch nicht habt. Wer will schon diesen alten Krempel? Ihr? Oh, na bitte, holt ihn euch. Das wird Kinder leicht, nachdem ihr jetzt so super stark seid. Ihr seid stark, aber jetzt machen wir das hier. Jetzt seid ihr nicht mehr so viele und um einiges schwächer. Was? Hier kommt Nachschub, Gecko. Ihnen. Super Eulenflügel! Stopp! Stopp! Diesmal halten euch die Bäume fest. Deswegen könnt ihr erstmal nirgendwo hin. Ja! Super Gecko muss gehen! Okay, Catboy, halt dich an meinem Fuß fest. Und wenn ich Flieg rufe, Gecko, schnappst du dir den anderen. Okay? Hier kommt die Überschall-Eulette. Auf die Plätze. Fertig. Flieg! Super-Eulenflügel! Gut gemacht, Eulette. Eine Minute noch. Gib es mir. Ich bin gleich fertig mit dem Level. Catboy, bewache du Romeo und den Roboter, während ich Gecko ganz leise zum PJ-Hauptrechner fliege und die Nord absetze. Gut, dann deaktiviere ich die Rakete mit Hilfe meiner Super-Gecko-Tarnung. Eine Minute noch. Na gut, aber dreh den Ton leiser. Super Gecko-Zahnung. Was? Oh, ich hätte wissen müssen, dass dieses Ding unzuverlässig ist. Denn ich hab's nicht gebaut. Stimmt's, Roboter? Ach, vergiss es. Zumindest wird das Hauptquartier für immer zerstört. Los geht's. Was? Nein! Gute Reise, Romeo. Dein Teleporter ist bei uns gut aufgehoben hier im Hauptquartier. Wow! Beeil dich, uns bleiben nur noch Sekunden. Wir haben es geschafft. Das Hauptquartier ist sicher. Oh, diese Pyjama-Plagegeister machen mich so wütend. Roboter gewinnt. Sie fliegen dahin, wo der Wind sie hinträgt. Moment, das ist eine tolle Idee, Gecko. Wohin der Wind sie trägt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wind sie in die richtige Richtung weht. Ich weiß, was wir tun. Aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich. Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Bereit, Gecko? Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind. Ja.
Upsi, alle Samen. Ach ja, dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse. Und jetzt probieren wir deine Idee aus. Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser. Aber dieses Mondunkraut vielleicht ja nicht. Yay! Es funktioniert! Pyjama-Plagegeister! Ich komme wieder! Wir haben es geschafft! Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstanden, Eulett! Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romeos Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ Masks! Hä? Ups! Nicht vergessen, Eulett. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde, ihr wisst schon, warten. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Ja. Super Katzensprung! Ha. In der Reihe. Locker und lässig. Das war gut, Eulett. Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo. Gecko, los, blockier den Turboschienenleger. Nein! Ist schlimm, aber noch schlimmer ist es, seine Freunde hängen zu lassen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo! Pyjama-Helden, ich komme! Schneller als ein Blitz! Wow! Der unglaubliche Catboy blitzt unter den Wolken durch! Wow! Er schafft es, dass sie ihm alle folgen! Was? Warte! Was machst du da? Wenn ich nass werde, Luna Girl, wirst du es auch. Muss ich das Ganze nur noch umkehren. Hey! Ja, es funktioniert. Wow. Gecko, schnell. Hilf mir, die Wolken aus dem Tank zu lassen. Alles klar, Catboy. Super Gecko-Muskeln. Erledigt. Alle Wolken sind weg. Und wir haben den Sonnenschein gerettet. Gib das wieder her! Nein! Mein Mondmagnet! Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen! Ich repariere ihn! Und nächstes Mal kriege ich euch Pyjama-Helden! So
Soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht, ob ich unseren Trick verstanden hätte. Überall diese Linien. Total verwirrend. Deswegen werden wir jetzt was dazufügen. Hä? Wenn wir auf Position sind, machen wir dieses Zeichen und dann schlägst du dein Rad. Hätte ich euch doch nur die Wahrheit gesagt, dann hätte Romeo keine Chance gehabt. Die hat er auch jetzt nicht. Worauf ihr wetten könnt, wir machen jetzt diesen Move. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Zug, gib dein Schlimmstes. Steige empor, Romeo will. Angriff! Hey, Romeo! Du kommst zu spät, Katzenklo-Bubi. Die Welt gehört mir! Hier drüben, Romeo! Eidechsenfuß? Warum taucht ihr nicht alle gleichzeitig auf? So muss ich alles dreimal erklären. Ihr kommt zu spät! Was fummelt ihr da mit den Händen? Fliegendes Rad, genau zur richtigen Zeit! Wow! Wir sind alle gleichzeitig aufgetaucht, dein Plan ist gescheitert! Nein! Ich wollte doch verstinken. Ups! Meine Maschinen! Nein! Euch kriege ich noch PJ Masks! Bis dann, Romeo. Du wirst eine Weile brauchen, bis deine Maschinen wieder Hand in Hand arbeiten. Aber wenn es soweit ist, arbeiten wir auch Hand in Hand, um dich aufzuhalten. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nacht Ninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Super-Gecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Super-Tarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute. Ringendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir. Hm? Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Kommt, Ninja Linus. Ich habe gesiegt. Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninja Linus können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nacht-Ninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen. Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy-peasy-Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Die PJ Masks haben gewonnen. Das ist eure Schuld, Ninja Linus. Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient. Böse Schüler. Du hast es geschafft, Gecko. PJ Masks, wir haben toll gewettet. Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet.